Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Attentatsversuch gegen den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in Florida haben auch die US-Behörden den festgenommenen Verdächtigen als den vorbestraften 58-jährigen Ryan Wesley Roof identifiziert. US-Medien berichteten, Roof habe als Bauunternehmer auf Hawaii gearbeitet und ein längeres Vorstrafenregister. Demnach äußerte er sich regelmäßig in Online-Netzwerken zu aktuellen politischen Themen, darunter auch mit Kritik an Trump. Am Montag wurde Roof in Florida einem Bundesrichter vorgeführt und beschuldigt, als Vorbestrafter illegal eine Schusswaffe zu besitzen. Darauf steht eine Höchststrafe von 15 Jahren Haft. Die US-Bundespolizei FBI ermittelt wegen eines versuchten Mordanschlags. Die nächste Vorladung des Verdächtigen ist für den 23. September angesetzt. Eine Woche später soll formell Anklage erhoben werden. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der sich mit einem Gewehr bewaffnete 58-Jährige am Rande des Golfplatzes von Trump in Palm Beach im Gebüsch versteckt, während der Ex-Präsident dort Golf spielte. Der Verdächtige konnte nicht mal einen Schuss abgeben und wir haben ihn festgenommen und vor Gericht gebracht. Wir sind also sehr, sehr stolz. Der vereitelte Angriff auf Trump hatte im ohnehin explosiven US-Präsidentschaftswahlkampf für neuen Zündstoff gesorgt. Der republikanische Kandidat warf seiner demokratischen Kontrahentin Kamala Harris sowie Amtsinhaber Joe Biden vor, mit ihrer Rhetorik die Gewalt gegen ihn angezettelt zu haben. Laut Weißem Haus rief Biden Trump an, um ihm mitzuteilen, er sei erleichtert, dass nichts passiert sei. Es sei ein freundliches Gespräch gewesen, hieß es.